sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier Gelegenheit habe, auch mal zu sprechen. Wie Boris schon gesagt hat, er kam mit dem Thema Magazine und Metropolen auf mich zu, mit einem etwas abseitigeren Aspekt, nämlich dem Kiosk. Da ich abseitigen Themen bekanntlich immer sehr zugeneigt bin, habe ich sofort Ja gesagt, ohne zu ahnen, worauf ich mich einlasse. Der Kiosk also. Oder genauer gesagt, der Zeitschriftenkiosk mit seiner speziellen Funktion. Denn der Kiosk interessiert uns in diesem Rahmen besonders. So ist er uns eine wohlvertraute Straßenbekanntschaft. So lieben und schätzen und nutzen wir ihn. Aber den Kiosk kennen wir auch nicht nur von der Straße, sondern aus Filmen, Romanen, Erzählungen und Fotos. Oisin Hatché hat ihn dokumentiert, Robert Doisneau, Elliot Erwitt, ne, geht's nicht weiter. Berenice Abbott und natürlich auch der alte Gauner V.G. Die Protagonisten von How I Met Your Mother bedienen sich seiner ebenso wie die von Sex in the City und natürlich die Men in Black, um nur die jüngere Filmgeschichte zu zitieren. Das ist verständlich, denn diese Streifen spielen in New York und der Kiosk gehört nun einmal seit jeher zum Bild einer Großstadt. Der Kiosk ist wie die Normaluhr, die Trambahnen, die Neonwerbung oder die großflächigen Kinoplakate, ja, wie die moderne Metropole selbst, ein Kind des späten 19. Jahrhunderts. Mit der Erfindung der Großstadt und des Boulevards ist er unmittelbar verbunden mit pulsierendem Leben auf den Straßen, mit Menschenmassen und Flaneuren. Ein kurzer Blick zurück auf diese Zeit. Während im Brockhaus 1870 nur die klassische Form des Gartenpavillons und der Kiosk aufgeführt wird, folgt in der Ausgabe von 1894 bereits der Nachsatz, ich zitiere, jetzt versteht man meist unter Kiosk leichte, aus Holz oder Eisen und Glas errichtete Bauten in den Straßen der Großstädte, die zum Verkauf von Zeitungen, Erfrischungen, Zigarren und dergleichen dienen. Aus der ländlichen Idylle, also ins Zentrum der Metropolen. Um diese Zeit entstanden etwa in Berlin eigens konstruierte Bauten mit teilweise recht eigenwilligen Formen. Vorbei die Abgeschiedenheit. Der Kiosk stand fortan, im besten Sinne des Wortes, immer im Weg. Und schon aus merkantilen Gründen immer dort, wo viele Menschen unterwegs sind. Er ist, wie es in einer Monographie zum Thema so schön heißt, ein beiläufiger Ort. Und natürlich ist er untrennbar mit dem verbunden, was gemeinhin Boulevardpresse heißt. Kiosk heißt deshalb nicht zufällig auch diese schöne Sammlung über die Anfänge des Fotojournalismus, auch der ein Kind der bewegten Jahre um die Jahrhundertwende. Es war der Kiosk, der eigentlich Zeitungen und Zeitschriften auf die Straße gebracht hat und der damit die Konkurrenz der großen Verlagshäuser beflügelte. Aus der Privatheit der heimischen Lektüre wurde ein öffentliches Lesen. Ja, ich möchte behaupten, dass es überhaupt erst der Kiosk gewesen ist, der dafür gesorgt hat, dass sich schreiende Zeitungstitel, schockierende Titelbilder und eine Hochkultur des Magazindesigns entwickeln konnten. Denn zuvor genügten Ausrufer und machten selbstverkaufende, reißerische Titel unnötig. Anders als bei den Ausrufern von einst und den Straßenverkäufern, die lauthals und wortgewaltig ihre Schreckensmeldungen anpreisen, ich denke, ich nehme den Mord,
mussten sich die Blätter nun gegen eine mächtige und unmittelbare Konkurrenz durchsetzen. Schnell wurde der Kiosk willkommene Unterbrechung unserer städtischen Pflichten. Er war Verlockung, Verführung und Erfüllung in einem. Aus dem einstigen Lustschlösschen osmanischer Potentaten, daher kommen Name und Grundform, Sie sehen, der Islam gehört schon lange zu Deutschland, hat er sich zum Zentrum für die kleinen bürgerlichen Sünden säkularisiert. Zigaretten, Alkohol, Tippscheine und Glücksspiellose, ungesunde Mahlzeiten, billige Süßigkeiten und vor allem bisweilen leicht liederliche Lektüre. So gilt in Maßen auch für den Kiosk, was Kurt Tucholsky so unnachahmlich den Berliner übers Kino sagen lässt. Für einen Groschen Eintritt darf ich erwarten, dass an meine niedrigsten Instinkte appelliert wird. Arno Schmidt hätte vielleicht, ähnlich wie bei den Kartenspielbegriffen, gesagt, da sollte man doch mal einen Volkskundler dran setzen. Tatsächlich hat die Berlinerin Elisabeth Naumann eine ebenso gründliche wie amüsante soziologische Arbeit zum Thema verfasst mit dem treffenden Untertitel Entdeckungen an einem alltäglichen Ort. Ich habe nicht mehr nachgesehen, ich glaube, es sind 700 Fußnoten und 250 zitierte Literaturstellen. Also es ist wirklich eine gründliche Aufarbeitung, aber nichtsdestotrotz sehr amüsant verfasst. Jedem, der sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, auch über die baulichen Aspekte, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Generell sind zwei Grundformen mit fließenden Grenzen zu beobachten. Einmal das Angebot von Lebensmitteln, von Bier bis Currywurst, und zum anderen das von gedruckten Lebensmitteln, eben der Zeitschriftenkiosk oder Newsstand. Und das ist, das ist unser Thema. Nicht selten ist dort die Auswahl und Vielfalt von Magazinen jeglicher Art atemberaubend. Überraschungen, Entdeckungen, Kaufwünsche gehören ebenso zum Inventar wie die penetrant gut gelaunten Verkäufer in ihren engen Käfigen. Da ist wieder sowas mein Lieblingsgefängnis. Ja, schauen Sie nur mal, welche Titelauswahl die modische Dame 1926, was ist jetzt? Oh, Entschuldigung. 1926 in Berlin hatte. Sehen Sie, ich weiß nicht, ob man es in den letzten Reihen erkennen kann, aber es ist der New Yorker, Collier, Saturday, Evening Post und vieles andere mehr. Ja, am Kiosk konnte jeder glücklich werden. Ob in New York oder in München. Selbst in schlechten Zeiten, so wie hier 1946 in München, bemühte man sich um Auswahl, waren die Hefte selbst auch noch so dünn. Die Vielfalt des Angebots ist tatsächlich sprichwörtlich. Ja, es ist eigentlich die Multiplikation des Magazingedankens. Vor allem, wenn man dann noch über die Grenzen schaut. Paris, Barcelona, Rom, Budapest, Turin, London. Soweit der positive Teil. Doch diese eigentümlichen Stadtbiotope, in denen die Liebhaber, Kenner und Fanatiker jeglichen Geschlechts, das möchte ich hier einmal betonen, ihre Obsessionen nach den Preziosen der Printkultur ausleben konnten, drohen weitgehend auszusterben. Das Verschwinden des Kiosk ist der wohl auffälligste Indikator für den Wandel der Medienlandschaft. Ja, meine Damen und Herren, der Zeitschriftenkiosk ist akut bedroht, er steht auf der roten Liste. Verständlich, wenn man sich den Wandel der Verlags- und Medienlandschaft anschaut. Dazu schnell ein bisschen Bedrohungsuntermalung.
Allein im dritten Quartal 2014 sind die Zeitungsauflagen in Deutschland insgesamt nochmals um 5% zurückgegangen. Der Einzelverkauf an Kiosken sogar um 10%. Die Lauf- und Kaufkundschaft wird weniger, die Leser wandern ab ins Internet, der Rest des Kuchens muss auf weniger Standorte verteilt werden. Und nebenbei verwandeln sich die Zentren der Städte. Die neue Stadt kommt auf uns zu, anders als in den 20er Jahren. Die wenigen Neugründungen von Kiosken sind deshalb auf Diversifikation ausgelegt. Die Bockwurst bringt bei weniger Inhalt einfach mehr als eine Zeitung. Doch, meine Damen und Herren, kein Verlust ohne Gewinn. Zwar geht der ubiquitäre Anspruch des Kiosk verloren und er verlässt immer häufiger die Straße, doch dafür konzentriert sich das Angebot, trocken, im besten Licht, häufig sachkundig präsentiert. Und dieses Angebot heißt heute zumeist Valora Kiosk. Valora, kurz mal die Hard Facts, Valora betreibt 1500 Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen, Einkaufszentren und Warenhäusern. Bundesweit unterhält es das größte zusammenhängende Kiosknetzwerk und ist gleichzeitig mit einem Marktanteil von 38,8% der Branchenprimus des deutschen Bahnhofsbuchhandels. 2500 bis 5000 Titel jeglicher Ausrichtung hat ein solcher Bahnhofskiosk in einer größeren Stadt bereit. In kleineren Städten gibt es ja gar keine Bahnhöfe mehr. Der größte, zweistöckig, im Hamburger Hauptbahnhof, kommt sogar auf etwa 10.000 Titel, 100 mehr oder weniger. Das ist immer großzügig. Wöchentlich wird das Sortiment überprüft und fortlaufend aktualisiert. Was, ich zitiere, dauerhaft null Verkäufe bringt, wird ersetzt. Aber was sich verkauft, das wird auch angeboten, selbst exklusive Titel zu einem Copypreis von bis zu 180 Euro. Macht jemand von Ihnen zufällig dieses Magazin? Regionale Unterschiede gibt es im Sortiment. In Hamburg etwa mehr Boots- und Eisenbahntitel, in München mehr Design und Mode und auch mehr italienische Titel. Dagegen in Stuttgart mehr französische Magazine, in Berlin mehr russische als anderswo. Blätter mit einer Auflage unter 1000 sind schon aus logistischen Gründen die große Ausnahme. Aber, so Adrienne Schmidthals, die Pressedame des Pressemulti, sagt, man soll es ruhig einmal versuchen, denn man sei ständig auf der Suche nach neuen Magazinen. Zu beachten ist allerdings der Schuppungsgrad in einem solchen Kiosk, also das Kiosk-typische versetzt übereinanderlegen der Titel. Sie haben das wunderbare Beispiel von Jaap Biemans noch im Kopf mit den Berlusconi-Titeln, die dann den Titel eines anderen Magazins ergeben. Das Schöne an solchen Dickschiffen wie Valora ist natürlich nicht nur die Riesenauswahl, sondern dass sie Nischen schaffen, Nischen für kleine, wendige und engagierte Mitstreiter. So gibt es einige wenige Spezialisten, die ganz gezielt die Hardcore-Gemeinde der Printliebhaber bedienen. Einer sei hier nur herausgehoben wegen des adäquaten Sortiments, Soda. Erlesenes, exotisches, unauffindbares, hier ist es zu haben. 400 bis 500 Titel zwar nur, laufend, aber mit viel Engagement aktualisiert und ergänzt, appetitlich präsentiert. Eine Schuppung gibt es hier nicht. Das macht die Verführung noch größer. Das einzige Problem, die Qual der Wahl, wovon Sie sich draußen vor der Halle schon überzeugen konnten. Meine Damen und Herren, das Verschwinden des klassischen Kiosks ist auch Zeichen für den Verlust gedruckter Kultur zugunsten einer digitalen Kommunikation. Kein Wunder, dass heute auf jedem iPhone ein Apple Newsstand, SIG, oder im Deutschen sogar Kiosk installiert ist und auch Google im letzten Jahr seine eigene App
bezeichnenderweise Play-Kiosk genannt, präsentiert hat. Wie weit dieser Wandel geht, habe ich letztes Jahr in einer typisch amerikanischen Mall erlebt. Auf den ersten Blick sieht das wie Kiosk aus, doch dann erweist es sich als bloßer Verkaufsstand für Handyhüllen und Zubehör. Aber ist damit wirklich noch Erleuchtung garantiert? Ich habe da meine grundsätzlichen Zweifel, denn der digitale Kiosk funktioniert doch wie ein Abo. Und das bedeutet letztlich, da weiß man, was man hat. Sie erinnern sich, das war bekanntlich der Werbespruch von Persil. Ein paar Jahre später auch der von VW. Und Herr Piech, Herr Henkel, Entschuldigung, aber das sind nicht gerade Produkte, die besonders sexy sind. Das mag man in Ordnung finden, aber wollen wir nicht viel mehr? Ich behaupte, mit dem Kiosk geht etwas Wesentliches verloren. Denn bei Magazinen und Zeitungen dreht es sich doch um mehr als die erwartbare Information oder die bloße Unterhaltung. Was uns wirklich interessiert und begeistert, das heißt nichts anderes als Surprise Me. Es geht um die Neugierde, die Überraschung, die unerwartete Faszination, die sekundenlange Straßenbekanntschaft, die nicht erst in gezieltes Betreten eines Neo-Kiosk oder auch des hochgelobten Soda-Sortiments, sondern es geht um die Überraschung. Plötzlich ist er da. Es geht um die Liebe auf den ersten Blick, die Leidenschaft, die erste schüchterne Berührung, das Aufschlagen, das Versinken. Das ist Kiosk-Erlebnis. Kurz, es geht um das Öffnen einer ganz neuen Welt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit dem schließen, was der amerikanische Haudegen-Regisseur Sam Fuller in Charles Godards Pierrot Le Fou über den Film sagt. Denn ich finde, das trifft auch sehr gut auf das Magazine Machen, Gestalten und Lieben zu. What is a movie? It is a battlefield, it is love, hate, action, violence, death. In one word, emotion. Ich danke Ihnen.